Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Valentation an. Dieser hat über Babyöl geschrieben, welches er mit 4,7 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Babyöle im Test. Was für Kinder gut ist, kann Erwachsenen nicht schaden. Das gilt auch für sämtliche Pflegeartikel aus der Babyabteilung. Heute soll es also darum gehen, welche vielfältigen Möglichkeiten einem bei der Verwendung eines Babyöls gegeben sind. Ich persönlich beziehe mich dabei einerseits auf das Babyöl von Penaten und andererseits auf das von Burt's Bees. Allgemeines über Babyöl. Babyöl wurde entwickelt für die Haut von empfindlichen Säuglingen und Kleinkindern. Ihre Haut ist sehr sensibel und erfordert spezielle und sanfte Pflege zugleich. In der Regel verwendet man das einfach direkt auf der Haut. Das kann entweder nach dem Bad sein, für eine Massage des Babys oder aber um beim Windelwechsel die häufig gereizte Haut zu beruhigen. Es wird auf allergieauslösende Inhaltsstoffe verzichtet und die Liste an Zutaten ist immer recht überschaubar, wenn man es mit Pflegeartikeln für Erwachsene vergleicht. Alternative Anwendung für Babyöle. Babyöl hat viele Einsatzgebiete. Hier habe ich einige zusammengetragen, die ich so gefunden habe. Für anspruchsvolle, trockene Haut. Das liegt eigentlich auf der Hand, aber es kann wahre Wunder wirken. Gerade im Winter, wenn die Haut dazu neigt, extra trocken zu werden, kann man betroffene Stellen hervorragend mit Babyöl behandeln. Es hat einen Soforteffekt und zieht zügig ein, wenn man nicht zu viel verwendet. Zudem hinterlässt es einen angenehmen Geruch. Bei trockenen Haaren. Was für die Haut gilt, gilt auch für die Haare. Wer bemerkt, dass die Spitzen der Haare zunehmend trockener werden, der kann beherzt zum Babyöl greifen. Es ummantelt die Haare und hinterlässt einen seidigen Glanz. Die Haare fühlen sich sofort gepflegter an und sind mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt. Auch hier muss man aufpassen, dass man nicht zu viel verwendet, da es ansonsten nicht in die Haare einzieht und fettig aussieht. Make-up entfernen. Wessen Haut dazu neigt, sensibel auf herkömmliche Abschminkprodukte zu reagieren, insbesondere im Augenbereich, dem könnte Babyöl helfen. Man kann es bedenkenlos dafür verwenden, sich die Augen oder das Gesicht abzuschminken. Wasserfeste Mascara ist kein Problem, da es vom Öl aufgelöst wird. Einfach etwas Öl auf das Wattepad tropfen, sanft auf das Auge pressen oder etwas einwirken lassen. Anschließend mit einer Wischbewegung vom Auge wegziehen und bei Bedarf wiederholen. Lasst euch nicht dazu verleiten, zu stark zu rubbeln. Ersatz von Nagelöl. Die Haut um die Fingernägel herum wird täglich beansprucht und ist daher häufig spröde und rissig. Wer nicht extra Nagelöl kaufen möchte, der kann Babyöl als Alternative verwenden. Es hat den gleichen Effekt. Ich kriege meinen Ring nicht vom Finger. Hilfe! Dann verteile das Öl großzügig auf den Ring herum, auch auf den Ring selbst, und versuche es erneut. Mit etwas Glück und Geduld rutscht der Ring mit Leichtigkeit vom Finger. Meine Ketten haben sich verwirrt. Was tun? Ein Tropfen Babyöl auf die Knoten in der Kette und das Lösen dürfte um einiges leichter sein. Meine Babyöl-Erfahrungen. Ich habe sowohl das Penatenpflegeöl verwendet, als auch das Gegenstück von Burt's Bees. Bei der Wirkung kann ich absolut keinen Unterschied feststellen. Preislich gesehen liegt das Penatenöl weit unter dem von Burt's Bees. Was mir bei letzterem aber besser gefällt, ist eindeutig der Geruch, da dieser irgendwie etwas Besonderes hat. Das Penatenöl riecht ebenfalls gut, hat den typischen sauberen und pudrigen Duft wie bei den meisten Babyartikeln. Bei Burt's Bees bekommt man noch das gewisse Extra. Von der Textur her sind beide ebenfalls identisch, Öle eben. Wie lange sie jeweils zum Einziehen brauchen, habe ich nicht mit der Stoppuhr gemessen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass Penaten da die Nase etwas vorn hat. Hauptsächlich verwende ich Babyöl, um besonders beanspruchte Haut zu pflegen. Dazu gehören die Fersen, die Ellenbogen und manchmal auch das Gesicht. Für den ganzen Körper wäre mir das zu schmierig. Seltener verwende ich es in den Haaren und dann wie eine Art Kur. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag dusche, verteile ich das Öl in meinen Haaren. So kann es über Nacht einziehen und wird dann wieder ausgespült. Meine Haare fühlen sich dann sehr geschmeidig und gepflegt an und der Spliss fällt weniger auf. Babyöl und Babypuder gehören für mich in jedes Badezimmerschränkchen, wegen ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Für das wenige Geld erhält man einen Top-Pflegeartikel, der so manch andere in den Schatten stellt. Diese lassen sich häufig dann noch teurer bezahlen, aber zeigen weniger Wirkung. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Scanner.de.